Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft, FeedSpeed, Infinity Evolved, Expert Mode, Skyblock. So, Beef Wellington, wir haben jetzt hier einiges an Calinary Generatoren dran, also 8 Stück. Und generell, die produzieren so viel Energie, das ist schön. Das ist einfach nur schön. Also, die Conduits sind fast randvoll. Also quasi das, was wirklich momentan verbraucht wird, wird sofort nachgepusht. So, das Schöne ist jetzt, wenn man jetzt mal hier reinsieht, die Energieleiste ist voll. Also sie ist instant wieder voll. Und wir machen immer noch plus am Beef Wellington. Also so langsam, wenn ihr jetzt mal hier oben seht, die Resonant Energy Cell, die füllt sich wieder. Es ist so schön anzusehen. Also wir haben das Problem schon mal gelöst. Und wenn wir generell irgendwann mal Energieprobleme haben sollten, dann können wir einfach mehr Calinary Generator anschließen. Sollte es nicht schnell genug nachwachsen, kann man dann mal hier mit den Sprinklern von Aquacraft arbeiten. Aber generell sollte das Problem jetzt gelöst sein. So, ich möchte heute mal anfangen mit dem Replicator, mit der Pattern Storage und mit dem Scanner, weil wir haben jetzt mittlerweile einiges an Yo-Yo Matter. Und so langsam das als Flüssigkeit bringt uns wirklich kaum was. Also müssen wir mal weitermachen. Und zwar, wenn wir jetzt mal schauen, wie viel Yo-Yo Matter wir jetzt hier haben. Ich habe mich gerade so erklären, wie ich die Idee hatte, wie ich das aufbauen möchte. Aber naja, wir haben jetzt 40.000 Yo-Yo Matter. Und wir haben schon wieder ein Millibug dazu bekommen. Also ganz ehrliche Sache, das läuft. So, machen wir mal hier unten drunter die Verkabelung, würde ich sagen. Wir brauchen 3 Plätze, das heißt auch hier der Glossonook müsste weg. So, dann kommt da der Scanner hin, Pattern Storage und Replicator. Und dann müssen wir einmal von hinten herum dafür sorgen, dass auch Yo-Yo Matter zum Replicator kommt. Generell von den ganzen Yo-Yo Matter Maschinen brauchen nur 2 Stück Yo-Yo Matter an sich und das ist, beziehungsweise haben damit Kontakt und das ist der Mass Replicator, der generiert das Ganze und der Replicator, der macht die Items daraus. Oh, wir haben jetzt schon wieder keinen Rap. Oder? Oh, doch, wir haben noch was. Okay. So, die Kabel kann man da hinlegen. Das Schöne ist an den Copper-Kabeln, in dieser Version übertragen Copper-Kabel unendlich EU. Also, es gibt auch Starkstrom und so weiter, gibt es, glaube ich, nicht. Also, Maschinen können daran nicht hochgehen, soweit ich weiß. Also, upgraden auf die Glasfaserkabel ist Schwachsinn. Das ist einfach nur Verschwendung. Copper-Kabel reichen da vollkommen aus. Boah, ich merke schon wieder, 2 Sekunden dran und ich fange schon wieder an, mein Hals wird kratzig. Ich mute mich mal ganz kurz und huste. Schaut währenddessen den Volldeppler mal zu, was er macht. So, und da bin ich auch schon wieder. Einmal durchgehustet, so. Generell, der Scanner, machen wir mal dann bitte. Wir brauchen 2 Advanced Circuits, ein Advanced Machine Casing, Luminator, Electric Motoren, Iron Plates und Reinforced Glass. Sollte an sich kein Thema sein. Jetzt machen wir aber erst einmal nochmal hier das eine fehlende Kabel fertig. So. Was brauchen wir jetzt alles? Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Kabel mehr, weil wir ja die Circuits machen müssen. Ich glaube, die Advanced Machine Casings habe ich sogar schon fertig. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Pattern Storage brauchen wir mal Laser. Reinforced Stone, das wird auch lustig. Luminator, das könnten wir eigentlich schon machen. Ja, Replicator, der ist teuer, der ist verdammt schwierig. Also da werde ich noch ein bisschen verzweifeln, das sage ich schon. 3 Teleporter, du heilige Scheiße. Boah, okay. Sollte schaffbar sein. Da kriegen wir hin, Leute. Das ist schaffbar, wir haben die Ressourcen. So, Lapis Electron Tubes. Wir brauchen Redstone-Chipsets. Was brauchen wir noch? Wir brauchen, glaube ich, ja, die Copper-Kabel an sich brauchen wir. Und jetzt geht das Rubber schon wieder aus. Mann! Haben wir irgendwo noch? Ja gut, da ist noch das Rubber. Ja gut. Aber das wird nicht ewig reichen. Das ist das Problem. Mal wenn das ein bisschen Beef Wellington. Hallo? Beef Wellington? Okay. Keine Ahnung, was das gerade war, aber wir haben es zu essen. So.
Okay, wir brauchen auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen Signalum für die Electron Tubes. Für die Electron Tubes, für die Circuits. Aber wir haben auch da nichts mehr. Rubber sind wir, glaube ich, gerade auf der Suche nach. Rubber sind wir, glaube ich, gerade auf der Suche nach. My Deutsch very good. My Deutsch is not the yellow from the egg. Oh Mann. Okay. Ja, was machst du? Ja, den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir. Wobei, da kann man Fleisch gebrauchen. Die Schaufel brauchen wir bestimmt nicht, das Buch nicht. Die Lumber Eggs bräuchtest du eigentlich auch nicht. Naja. Gut, dann kümmern wir uns jetzt erstmal, wie gesagt, um den Scanner und wir brauchen auf jeden Fall. Oder wir klemmen erstmal hier das fehlende Kabel an. Damit wir das schon mal aus der Sonne haben. Vielleicht mache ich dahinter irgendwie. Also das sage ich jetzt, weil ich das noch nicht gemacht habe. Vielleicht baue ich da irgendwann nochmal eine ordentliche Scrap-Farm hin. Aber wahrscheinlich erst, wenn wir mal das ME-System so richtig zur Verfügung haben. So, ein Advanced Machine Casing. Zack. Oh, Iron Chipset. Haben wir so ein paar. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, fünf, sechs, sieben, acht. Wir brauchen acht Stück. Machen wir die doch schon mal fertig. So, zack. Iron Plates würde ich behaupten, haben wir genug. Okay, was heißt genug? Momentan zur Genüge. Dann brauchen wir Carbon, wir find Iron Plates und Advanced Alloy. Okay. Kriegen wir hin. Alles kein Thema. So, das schon mal da rein. Dann Stahl auch. Hast du jetzt umgestellt? Ich wollte auf nur was umgestellt. Komm, dann schalten wir das mal kurz auf um. Laden nach. So, in der Zwischenzeit, wie sieht das hier aus? Die Overclocker braucht man gerade nicht hier. Das läuft auch so einfach währenddessen durch. Das ist einfach nur momentan zum Design. Dann würde ich sagen, benutzen wir die einfach nur, damit das hier was schneller geht. Oh, das ist schön, das ist schön. Ja. Okay, wir dürfen echt nicht mehr als 7 drin haben momentan. Aber ich würde behaupten, das ist schnell genug. Ja, dann müssen wir mal schauen, irgendwie, dass wir hier irgendwie noch ein Copper-Cable drunter legen. Bei 6 läuft das perfekt. Ja, gut zu wissen. So, Refined Iron Plates. Ich habe mich auch heute mal mit dem Bakerman unterhalten. Also, bei dem startet er jetzt bald ein neues Projekt. Und generell habe ich mich mal so ein bisschen gefragt, wie das bei dem aussieht, was er sich da so vorstellt. Vielleicht kann man da mal was machen, aber es steht noch nicht ganz fest. Ja, sollte ich generell noch irgendwann meinen Pulverizer noch für einen Eigenbedarf machen. Generell die ganze Maschinerie hier müsste ich eigentlich mal umbauen. Die gefällt mir nämlich mittlerweile nicht mehr so richtig. So, einfach warten, warten, warten. Ja, wir warten, warten, warten. Und wir warten immer noch. Ja, das machst du toll. Oder auch nicht. So. Das Gelumpe jetzt nochmal nachlegen. Da. So, dann kann man schon mal wenigstens etwas machen. Das sollte reichen für genau 8 Platten. Das heißt, der zweite Stack wird auf jeden Fall noch nötig sein. Können wir noch ein bisschen Sulfur vorher. Könnte man meinen, wir hätten schon genug davon, aber naja. Ich muss auch dringend nochmal schauen, dass ich hier mal anfange, Netherrack und Endstone dann zu sieben. Was ergibt 7 und 7? Feinen Sand. Boah, ich finde den ist eigentlich zu schlecht. Okay, man muss dazu sagen, der ist auch verdammt schlecht. Warum haust du den trotzdem raus? Darum. So, wie sieht das hier aus? Da geht das mit 8. Wundert mich, dass der eine nur gerade mal 6 bis 7 aushält und die andere Maschine 8. Mixed Metal Ingots brauchen wir noch. So, falsch. Das kann raus. Na, da, so, so, zack, zack. Machen wir es einfach mal. Das kann weg, das kann.
Chat-Ei kann weg, machen wir aber anders. Und zwar, zack, tschüss. Oh, kein Glück gehabt. Dann machen wir noch ein bisschen Advanced Alloy. So, die Carbon-Plates. Boah, so langsam geht das echt los. So langsam kommen wir wirklich zu der High-Technik. Ja, okay. Was heißt High-Technik? Wir nähern uns. Wir nähern uns so langsam. Ne? So, zack, zack. Advanced Alloy kann weg. 8 Advanced Machine Casings. So, machen wir mit dem Scanner weiter. Das kommt dahin. Wir brauchen Luminator noch. Reinforced Glass. Wir brauchen noch so einiges. Wir brauchen Redstone auf jeden Fall. So, dann machen wir doch mal weiter mit dem normalen Circuit. Okay, haben wir schon mal ein paar Kabel. Electronic Circuit und das will natürlich schon wieder rübergehen. So, das ist schon mal 6 Stück. Boah, ich muss dringend schauen, dass ich mal eine Rubber Farm aufbaue. Das kannst du ja wohl kein Schwein mehr antun. Aber naja. So. Wir brauchen noch Luminator, Electric Motoren, Reinforced Glass. Wie machen wir so ein bisschen weiter? Entweder Luminator oder Reinforced Glass, würde ich sagen. Das ist beides nicht so schwierig, würde ich sagen. Nachfallsrezept. Ach komm, wir machen einfach die gerade weiter. Basic Cap ist Signal umfehlt. ja, fällt dir was auf? Integrated Circuits, genau. Fällt dir was auf? Genau. Du brauchst Redstone Chipsets durch Buggo. Ach ja, manchmal hasse ich diesen Typen wie die Pest, ne? Jetzt mal ganz im Ernst. Schaut euch diesen Depp mal an. Da ist nichts drin. Eimenplatten. Kommt da rein, oder? Ja. Kann ich eigentlich zurück tun. Voll unorganisiert, der Typ. Kann ich komplett verstehen. So, mach mal gerade hier das Reinforced Glass fertig. Ein bisschen Advanced Alloy. Ist kein Thema, das habe ich schon eigentlich ein bisschen mehr vorbereitet gehabt. Für die, sag mal schnell. Für die Reaktoren, die wir übrig hatten. Die MOX-Reaktoren. Oh scheiße, ich war jetzt seit knapp einer Woche nicht auf dem Server. Da muss ich gleich mal kurz drauf gehen. Da habe ich ein ganz ungutes Gefühl. So, tun wir hier wieder die Upgrades rein. Oh, das tut gut. Das tut richtig, richtig gut. So. Luminator. Oh, das ist ja easy. Was ist das denn für ein Witz? Komm, machen wir gerade was mehr mit. Boah, gerade musste ich aufstoßen. So, machen wir erstmal hier weiter. Wir brauchen 2 Motoren, das heißt 4 Coils. So, muss man gerade ganz kurz aus dem Fenster rausschauen. Boah. Nee. Ich dachte gerade, meine Eltern sind eben auf den Weihnachtsmarkt gefahren mit dem Hund. Und naja, ich habe gesagt, mir geht es nicht so wirklich gut. Einfach teilweise, bin ich ehrlich, hatte ich nicht so wirklich Bock. Hab eben noch ein bisschen Skyrim gespielt. Habe ich momentan wieder richtig Bock drauf bekommen. Nee, aber generell wirklich Bock hatte ich nicht wirklich und richtig Bock hatte ich kaum. Drückt man es wieder so aus. Ansonsten denke ich wieder, lieber so doppelte, dreifache, siebenfache Verneinung. Nee, aber teilweise muss ich auch sagen, mir ging es eben nicht so wirklich gut. Hatte irgendwie so ein paar komische Magenschmerzen. Und bevor ich dann da meine Eltern nerve, dass ich mal dringend auf Toilette muss und sowas, irgendwie so Montezumas Rache mich hatte eilt, sag ich, komm, bleib ich lieber zu Hause. Jetzt bei uns in der Gegend ist jetzt ja am Wochenende auch nochmal Weihnachtsmarkt. Schön im Schloss.
Da kannst du den Hund nochmal mitnehmen. Du brauchst noch davon. Hast jetzt keine mitgenommen, ne? Ja, würde mir stinken. Zack. Zack. Iron Item Casings und der Luminator ist fertig. Beziehungsweise die 8 Stück. Und wir haben den Scanner. Den können wir doch schon währenddessen mal direkt anschließen. Und ganz wichtig, wir nehmen das Iridium mit. Weil das werden wir als allererstes scannen. Warum scannen wir das als erstes? Weil wir an diesem Modpack Tonnen von Iridium brauchen werden. Lässt du dich auf? Ich will hoffen, dass du dich auflässt. Ach stimmt, der braucht jetzt noch einen Speicher. Ah okay, Strom kriegt er rein, aber der braucht ja jetzt noch einen Speicher. So ein Crystal Memory, genau, das ist Polarized Obsidian und Silicon Dioxide, also du Clay Dust. Okay. Wie kommen wir jetzt an Clay Dust ran? Das geht nur im Macerator. Boah. Ja, gut, ne? Macerator haben wir noch nicht. Ja, das merkt auch gerade. Dann crafte er mal einen Macerator. Ist ja nicht allzu schwierig, ein Maschinencasing. Ein Electronic Circuit und. Da habe ich mal gerade ganz kurz gegähnt. Habe jetzt noch ein bisschen nicht so gut geschlafen. Ja, gestern Abend musste der Hund ein bisschen früher raus. Wir gehen generell meistens so mit dem Hund so 4 unten. Früh morgens um. So zwischen 8 und 9 Uhr gehen wir mal los. Hängt davon ab, wann er wach ist. Dann nochmal so 11, 12 Uhr rum. Dann meistens nochmal so 16 bis 18 Uhr rum noch eine große Runde. Und abends gehen wir dann nochmal schön nochmal eine Runde rum. Einfach, damit der nochmal rauskommt und uns dann nicht irgendwie so um 6, 5, 6 Uhr morgens schon kommt. Ich muss pipi, bitte. So, den alten Rock Crusher mal rausgehauen. Der hat doch nochmal wieder seine Einsatzberechtigung. Mache er mir Crushed Obsidian. Oh, das ist voll. Das ist fast voll. Und da kommt immer noch Energie nach. Das ist so schön zum Ahan sehen. Ja, so zum Ahan sehen. Das ist so toll. Gut. Können wir eigentlich stehen lassen, ne? Ja. So. Dann einen formschönen Macerator fertig machen. Was war das noch? Das war Cleanstone. Und ein Circuit halt. Cleanstone haben, sollten wir haben. Dann haben wir schnell das Rubber nachgeschmissen. Ah. Bye. Jetzt kommt aber das Gan. Kennst du das große Gan? Das ist ein Kinofilm. Da sind so jede Menge alte Rentner, die sich gegenseitig angehen. Was? Also so manchmal, ne? So manchmal könnte ich mich echt. Aber naja. So, wir brauchen jetzt nochmal weitere Kabel. So, zack, zack. Ein Electronic Circuit müssen wir noch machen. Das heißt, einmal müssen wir ein Rezept rausnehmen. Nehmen wir das hier raus. Zack, da auch noch eins. Zack, zack. Und zack. So, dann Macerator. Du bräuchst noch ein bisschen Cleanstein. Ja, versuch das mal. Oh, das war doch normaler Kobbel. Das heißt gerade hier von mir aus, als wäre das Cleanstone gewesen. Dann never mind. Hast du alles gut gemacht. Naja, so irgendwie halbwegs. So, in der Zwischenzeit holen wir mal kurz ein bisschen Clay raus. Hatte ich aber offscreen vorbereitet. Ja, nimm mal raus, nimm mal raus. Bis du merkst, du brauchst noch einiges mehr. So, Clay da rein. Tu mal zwei Overclocker rein, dann läuft das ein bisschen schneller. So, Clay da. Aus 16 kriegen wir 32 Clay Dust. Und 4 Stück ergeben ein Silicon. Boah, ein Silicon Dioxide, so.
So, das heißt, wir brauchen 5 Stück, wir brauchen 20 Kledast. Alter, finde, das ist teuer. So, nehmen wir mal die anderen Overclocker mit, damit das vorangeht. Zack. So, das ist doch schon viel schöner. Komm, die nehmen wir dann wieder mit. Der Rest kann ja langsam verarbeitet werden. Boah, ich werde jetzt gerade schon wieder so ruhig. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Ich muss mir das abgewöhnen. Also zu... Das ist wirklich noch mein größtes Problem. Ich habe teilweise wirklich so Phasen, das sehe ich ja jetzt auch gerade, wenn ich am Aufnehmen bin. Ich nehme ja gerade meine Stimme mit Audacity auf oder Audacity. Oder wie es irgendwie mein alter Radio-AG-Lehrer immer genannt hatte. Audacity. Also Audacity, Audacity. Kann ich mich mit anfreunden, aber Audacity, ne. Hoppala. Internal Server Error. Oh my god, we have an internal server error. Let's get back to the server. Hier bitte Beschwerden einfügen über diese bescheuerte Stimme. Ich werde sie weiterreichen an den Spasti. So, ich habe aber die Befürchtung, wir werden heute auf jeden Fall nicht fertig. Patterns dauert, glaube ich, auch nicht so wirklich dran. Replicator auf gar keinen Fall. Aber wenigstens können wir dann schon mal das Zeug laufen lassen für Iridium. Ich möchte auf jeden Fall wissen, wie viel das noch gibt. Also wie viel wir an Iridiometer brauchen. Und mit einer Crystal Memory kann man das ja auch schon mal machen. Scanning. 1%. 2%. Ja, das wird jetzt im Moment brauchen. Was ich ein bisschen schade fände, ist, dass danach das einzige Iridium, was wir haben, verdichtet wird. Aber... aus dem ganzen Iridiometer, was wir haben, können wir es ja wiederherstellen. Also ich glaube nicht, dass ein Iridium so ca. 40.000 Millibuckets braucht. Da werden wir schon was rausbekommen. Und schon wieder, ich werde schon wieder so ruhig. Ja, ich glaube, schauen wir uns währenddessen einfach nochmal den ME-Controller an, wie es damit aussieht. So, der ME-Controller bräuchte... ja... wir brauchen halt nicht so wirklich viel. Pluriflux Crystal, Skystone Blöcke, Engineering Prozessoren und die Certus Quartz Wrench. Das ist alles kein Thema. Silicon Inscriber. Ja gut, der ist ein bisschen teurer. Brauchen wir halt einen Resonant Machine Chassis, aber ohne Machine Frame. Aber naja. Die Certus Quartz Wrench ist das fiese. Wenn wir das Iridium jetzt haben... da haben wir schon mal einen großen Schritt weiter. Das hier, die Ladeschlampe auf Galgador, die können wir schon herstellen. Das ist kein Thema. Raw Hardener, wir brauchen eigentlich nur Eisen, Obsidian und Dias. Und davon haben wir alle. Eye of Galgador, Fermented Spider Eyes, Magma Cream, ja, haben wir. Gastier. Also Slime Balls kann man sich herstellen. Magma Cream können wir dann auch herstellen, wenn wir Slime Balls haben. Gastiers müssen wir noch herstellen und wie man an die rankommt, ist kein Thema. Also eine Gastier kriegen wir einfach über 7 von Solzen. Können es halt vermehren. Hoppala. Was ist da jetzt passiert? Oh. Ich glaube, da hatte ich gerade aus Versehen mal F12 oder F11 gedrückt. Hier. Wir kriegen aus Solzen kriegen wir Netherquartz, eine Gastier und Netherwarzen. So. Das ist alles kein Thema. Uran, das kriegen wir ohne Ende rein. Sonarium ist eigentlich auch kein Thema. Braucht man für eine Glowstone im Molecular Assembler. Iridium Reinforced Plates. Wir brauchen 4 pro Platte. 4, 8, 12, 16, 32 Wochen. Ein Stack Iridium. Dann können wir das mal herstellen. Dann haben wir das quasi schon mal fertig. So. Puff. So. 95, 96, 97, 98, 99 und 100%. 120 Millibuckets Iridiometer ergeben ein Iridium. Kein Thema. Können wir machen, ohne Probleme.
40.994. Das hatte ich da in der Folge ausgerechnet. Das mache ich jetzt auch nochmal gerade ganz kurz. Ich muss mal ganz schnell mein Handy nehmen. Weil da habe ich gerade so voll im Kopf zu rechnen. Das würde auch hier zu lange dauern. So, einmal ganz kurz. 40.994 geteilt durch 120. Wir haben es. Wir haben 341 Iridium. Und wenn es nochmal weiterläuft währenddessen, das läuft ja alles offscreen weiter. Das ist GG. Das ist GG, Junge. G. Motherfucking G. Und sonst war es dann noch mit der Folge. Bis dahin. Tschüss.